So, herzlich willkommen. Es geht weiter, der kleine Medley, der Zusammenschnitt. Eben habe ich im Weingarten gestanden bei Alpha Estate und das mit den alten Rebstöcken, mit den alten Xinamavo. Wie ihr seht, ich habe eine ganze Menge Weine verkostet. Das Weingut ist gerade Winery of the Year geworden, ausgezeichnet in Wine & Spirits Magazine. Zu Recht, wie ich finde. Wir sind hier ganz oben auf, was heißt ganz oben, aber wir sind schon ziemlich hoch gelegen, sehr unwirtliche Gegend, sehr kontinentales Klima, sehr gebirgiges Klima, sehr pure Böden, also sprich sehr arme Böden. Und ich habe verschiedene Sachen hier probiert. Es wird angebaut, Xinamavo, aber auch Pinot Noir. Es gibt Chardonnay, es gibt Malagosia. Did I forget something? Xinamavo. Chardonnay. Chardonnay. Und zwei Weine wollte ich euch ganz kurz vorstellen. Einmal Alpha Estate. Kriegst du es drauf? Ja. Hast du es drauf? Das ist ein 100%iger Sauvignon Blanc. Und dieser 2013er, Leute, hat es in sich. Es gibt ihn einmal in der fassvergorenen Variante und einmal in der frischen Variante. Und was er bringt, ist nicht das Grüne, das Herbale, was wir kennen vom Sauvignon. Er bringt hier ein bisschen mehr das Tropische, etwas das reifere Spektrum. Und eben aufgrund der Höhe, weil es auch nachts kühl wird, gibt dieser Wein eine unglaublich schöne Frische. Also wer mal Sauvignon Blanc probieren möchte aus Griechenland, viele sagen sich, Griechenland, Sauvignon Blanc, brauche ich das? Ich sage, ja, der Platz hier ist was ganz Besonderes. Ihr könnt es zwar nicht sehen, jetzt bin ich hier gerade im Office, aber das ist very special, I think. Sauvignon Blanc is your reference. It's kind of reference. It's our, you know, flagship wine. And I didn't tell you before, but was Sauvignon Blanc was my thesis based on the aromatic profile of Sauvignon Blanc in the University of Bordeaux. Ah, okay. Also er hat das so. Also wer da gerade spricht im Hintergrund, das ist der Weinmacher, das ist der Angelos Iatrides, und er sagt, er hat ihn so gemacht, wie er es auch in Bordeaux während seiner Ausbildung kennengelernt hat. Dort hat er gearbeitet. So, aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Wein der Single Vineyard. Das ist 2009. Das ist dieser Xinamavo von diesen fast 100 Jahre alten Reben. Und es war welches Glas? I think it was this glass. Ja. Xinamavo heißt schwarzer Sauer. Und was Verrückte ist, wenn die Weine ein bisschen reifer werden, kriegen sie so ein bisschen einen digitalen Touch, was so ein bisschen so in getrocknete Tomaten erinnern kann, aber auch was an getrocknete Pflaumen erinnern kann. Sehr gewürzig. Diese Weine brauchen ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe. Und ich finde es toll, dass er diesen kleinen Weingang, das sind so 2 Hektar, separat vinifiziert, weil diese Rebsorte ist wirklich etwas Besonderes, was die Weinwelt hat. Wenn man es trinkt, man sollte keine Angst haben, der hat gute Tannine, das ist ein Wein zum Essen. Das griechische Essen ist übrigens wesentlich besser, was man hier bekommt, als zu Hause in Deutschland, in den meisten Fällen. Das heißt, er kann sehr, sehr gut mit salzigen, mit kräftigen Produkten, mit stark gewürzten Produkten umgehen. Toll zu Fleisch, zu Lammgerichten, zu Ziegengerichten, all was gegrillt ist. Ist der traditionelle Wein der Gegend, der hier oben am Indeonsee nochmal einen vielleicht feinere, eleganteren Ausdruck bekommt als im Nosa, was ein bisschen tiefer liegt und die Weine ein bisschen noch körperreicher und intensiver werden. Ich sage Dankeschön. Thank you for doing this great tastings and keep up the great job here in the mountains. Thank you for coming here. Thank you. So, jetzt geht's weiter. Von den höheren Lagen vom Amindeon bin ich jetzt in Nausa. Nausa ist eine der großen, klassischen, traditionsreichen Gegenden in Griechenland, gerade im Norden. Und hier gibt es wieder die Rebsorte Xinamavro, die ich vorhin schon mal vorgestellt habe, aber jetzt in einer ganz anderen Art, in einer ganz anderen Ausprägung. Und ich bin beim Weingut Vaini. Vaini ist allerdings eine Kooperative, also es ist ein Weingut und Kooperative. Und ich habe den 2006er Grand Reserve rausgesucht, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil diese Rebsorte braucht doch ein bisschen Zeit, das merkt man. Und dann entwickelt sie wirklich dieses ganz typische Aroma, was so ein bisschen Richtung Tomate geht, getrocknete Tomate, was sogar ein bisschen in Richtung Burgund geht, sogar ein bisschen in Richtung Barolo, also sehr erdige Noten entwickelt, aber am Gaumen viel fester ist, viel strukturierter ist oder kraftvoller ist. Und wenn man es trinkt, man merkt richtig, schon immer noch herb, ist noch trocken, braucht allerdings kräftiges Essen, richtig kräftiges Essen. Und das merke ich dann wieder, dass dieser Wein ist gewachsen gleichzeitig mit dem Essen, was es hier so gibt. Also mit anderen Worten, eine Kombination, ein klassischer, europäischer, traditioneller Wein.
So, jetzt geht's weiter, der Medley. Und ich bin jetzt auf einer ganz anderen Abteilung von Griechenland unterwegs. Weiter im Süden, Peloponnes. Das heißt, ungefähr anderthalb Autostunden südlich von Athen, der Hauptstadt. Und die Gegend hier heißt Nemea. Und ich fange mal gleich mit dem ersten Wein an. Das ist ein Wein, der mich immer wieder begeistert. Eine typisch griechische Rebsorte, die so ein bisschen an Tramin erinnert. Moscophilero heißt sie. Wächst in Mantinia. Das ist ein Hochplateau. Und dort sind die Weinberge so bis auf 900, fast 1000 Meter hoch und ist eine Rebsorte, die so ein bisschen leichte Verfärbung eigentlich hat und wird hier auf vulkanischen Boden angebaut. Schöne, leichte, frische Farbe und Georges Skouras ist einer der Pioniere hier im Gebiet. 1986 hat er angefangen und Leute, wenn ich euch sage, enorm, enorm dieser Duft, diese Frische, dieses an Zitrus, aber auch an Pfirsich, an Rose erinnernde Bouquet. Und was total irre ist, ist die knackige, frische Säure. Also es ist nicht wie der Traminer, der so dazu neigt, manchmal ein bisschen schwerer und fetter zu sein. Es ist wirklich diese fantastische Frische, die da ausgeht. Klasse Wein zu Seafood, toller Wein zu Krevetten mit Mayonnaise, super Wein als Aperitif, fantastisch zur griechischen Küche. So, jetzt muss ich aber ganz kurz einmal schauen, ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe leider mein Crachoir vergessen. So, und jetzt kommen wir zu dem Wein, den Georges Skouras eigentlich, der ihn bekannt gemacht hat. Das ist eine Blend aus Cabernet Sauvignon und Agiorgitico. Agiorgitico heißt auch das Blut von St. John und das wächst so auf 900 Meter Höhe hier, wird im Holzfass ausgebaut und ist sein Signature-Wein. 2010, ich sag's euch Leute, ist der Hammer, da geht die Post ab im Glas. Es ist kein fetter, schwerer Wein. Man denkt hier bei dem heißen Klima oder warmem Klima, dass die Weine schwer werden. Aber wir haben hier sehr, sehr viel Wind, wir sind hochgelegen. Dadurch sind die Weine immer so ein bisschen rotfruchtiger. Und der Cabernet Sauvignon, der sorgt dafür wahrscheinlich, dass ein bisschen Struktur reinkommt, ein bisschen mehr Cassis, aber was Schönes, hält das so richtig schön zusammen. Sensationeller, großartiger griechischer Rotwein, der auch sehr, sehr gut reifen kann, aus einem tollen Jahr. Und auch hier vom Alkohol, der hat 12, 13,5, also auch nicht irgendwelche Powerweine, richtig klassische Weine, sehr trocken ausgebaut. Georges Skouras macht geile Weine, muss ich sagen. So, es geht weiter. Ich bin auf Kreta und ich bin in Heraklion. Das ist die Hauptstadt von Kreta und neben mir sitzt Apostolos Alexakis. Die haben eine Kellerei, die machen normalerweise viele Grundweine für andere Auftraggeber, aber haben auch die beiden Söhne, er und sein Bruder. Sie haben ein kleines Projekt am Laufen, produzieren 60.000 Flaschen Wein. So, we have the first wine now. It's Alexakis Vidiano. Vidiano, am I pronouncing it correct? Yes, that is correct. And Apostolos, tell us a little bit about Vidiano grape. Vidiano is one of the indigenous varieties of Crete. You will only find it in Crete. It's considered one of the most ancient varieties here in Crete. It was almost extinct, but thanks to the new age of winemakers who moved back to the old varieties, indigenous varieties, it's growing and is widely planted now, year after year. It's a very promising variety, very fruity and aromatic variety, well balanced. What I've learned now is very small berries, not a lot of juice, and so you have a wine which is quite tart, quite fresh. Quite fresh, yes. And it's a variety that you need to play a lot with temperature. You need to be careful. You need to keep it in low temperatures. Yeah. Even the grape, also, but also during fermentation, we maintain low temperatures to keep the aromatics of the variety. So this is now the winemaker talking. And jetzt komme ich ganz kurz nochmal. Das mache ich wieder auf Deutsch weiter. Klasse Wein, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sind Terrassenanlagen auf 600, 800 Meter Höhe. I was referring to the height. Yes, 600, 800 Meter. 600 Meter. Yes, und was die Weine haben, die haben eine tolle Struktur, sind schön frisch, schön knackig. Und wenn man denkt, dass die Weine hier auf Kreta, weil es doch ein sehr warmes Klima ist, langweilig und breit sein müssen, ist nicht der Fall. Die Weine haben eine ganze Menge Frische. Aber ich denke, es ist a lot of freshness in the wine. Yes, well, you know, it's ancient varieties that they have been, the vines have been adapted in the Cretan land for so many years. Yeah. So they have been adapted on the Cretan climate, microclimate, the weather conditions. So I think that is the reason that we get so fresh and crispy wines. Ich sag vielen Dank, Leute. Bleibt dran. Der Medley geht weiter. Kreta, eine Sache, bevor wir abschalten.
Kreta, das ist wirklich sehr spannend. Das war lange Zeit so im Hintertreffen. Kreta jetzt mit den ganzen jungen Leuten, mit den neuen Generationen, hier passieren Sachen. I was saying Kreta was for many years a little bit behind. Yes, we were the sleeping giant. The sleeping giant, okay. Ciao. So, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Wein am Limit. Es geht weiter. Und mit einem Wein, Xerolizia heißt der von der Mediterra Winery. Also ich bin weiterhin auf Kreta. Die Rebsorte ist Vilana. Und der Name Xerolizia bezieht sich darauf, dass der Wein auf 600 bis 800 Meter Höhe wächst. Und deswegen haben die Weine auch hier meistens weniger Alkohol. Sie haben meistens gute Säure, eine Wahnsinnsfrische und es sind eben alte Rebsorten. Vor 10 Jahren hat hier wirklich noch keiner dran gedacht, irgendwie was aus den einheimischen Rebsorten wirklich mal was Tolles zu machen. Da gibt es aber gerade so einen Stimmungs- und Gesinnungswechsel und das ist zum Beispiel hier ein Wein, der mir persönlich deswegen so gut aufgefallen ist, weil ich mag die Frische, ich mag diese zitrusartige Noten, die der hat, die mich so ein bisschen an Grapefruit, Grapefruit-Schale erinnern, an Limette, Zitrone. Und bei dem Wetter heute, ich sag's euch, es ist 37 Grad heute, ich glaube 38 sogar. Hier geht gar nichts mehr, aber mit dem Wein hat man definitiv mehr Spaß im Glas. Yassas!